Herzlich willkommen hier an der Nordsee. Ja, ich habe das ja sehr bedauert, dass die Geschichte vor 2-3 Jahren zu Ende ging, die Till-Katrin-Bommel-Katrin-Geschichte, und habe mich sehr, sehr gefreut, als ich gehört habe, er kommt nochmal für ein paar Monate. Du kommst nach Hause, es ist wie eine Art Familie, und dann ist die Geschichte auch super cool. Es war ja von Anfang an klar, dass er nicht ewig bleiben würde, aber im Laufe dieser Geschichte gab es schon den einen oder anderen Moment, wo ich dann nochmal gedacht habe, Mensch, kann man das nicht doch nochmal verändern? Ach, es ist halt hart, es tut irgendwie dann ein bisschen weh, das auch gehen zu lassen, aber im Endeffekt bin ich damit super happy. Das ist genau das Ende für Bommel. Das ist wie eine, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wie das zu Ende gehen soll, dachte ich so, ja, das macht vollkommen Sinn. Ich werde jetzt nicht verraten, wie das Ende tatsächlich ist, aber das Ende macht wirklich Sinn. Ulrike wird an Merlin vermissen, dieses unglaubliche Vertrauen, das wir zueinander haben, dass wir mutig sein können bei allem, was wir spielen. Dass er mich immer wieder aus dem Konzept bringt. Ich bin ja sehr organisiert und sehr professionell in meiner Arbeit, und Merlin schafft es immer wieder, mich aus dem Konzept zu bringen. Ja, das macht Spaß. Das sind so kleine Momente, wo man auch Kollegen so ein bisschen, wo du Spaß einfach hast, auch in der Szene, wenn es vielleicht ein bisschen dramatisch wird. Ich mag total unsere kleinen Spielchen so nebenbei, wo wir uns immer ein bisschen ärgern, und das ist einfach klasse. Uli, die letzten paar Wochen waren der absolute Mega-Wahnsinn. Es ist einfach ein Fest, mit Merlin zu arbeiten für mich. Ich kann ganz neue Farben auch an Katrin entdecken und spielen, und es ist einfach auch dieses Zusammenspiel, was dann für mich das rausbringt und wo ich neue Facetten zeigen kann, und das ist natürlich großartig. Es endet genauso grandios, wie es eigentlich angefangen hat.